1. August 1914. Nach der Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdinand, erklärte das Deutsche Reich Russland den Krieg. Aufgrund seiner Bündnisverpflichtungen begann Frankreich, Kriegsvorbereitungen zu treffen. Wenige Stunden nach Ausrufung der Generalmobilmachung wurden die in Frankreich lebenden Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen. Karl war einer von ihnen. Wenige Tage nach Karls Abschiebung forderte der Krieg einen weiteren Tribut und trennte Marie von ihrem Vater Emil. Schweren Herzens verließ Emil seinen Hof, um sich in Sermiel zu den Waffen zu melden. So wie Millionen anderer hatte er nicht die geringste Ahnung, welches Schicksal ihn erwartete. Ja, und damit möchte ich euch willkommen heißen zu einem neuen Let's Play. Und ja, wir spielen Valiant Hearts The Great War. Und in dieser Geschichte geht es um den Ersten Weltkrieg. Und ihr seht schon, ich spiele hier mit dem Gamepad. Man kann es auch mit Tastatur spielen, aber es ist abzuraten, weil es dann schon ein bisschen komplizierter ist. Und in dieser Geschichte geht es um... Es waren vier Protagonisten, die wir spielen noch werden. Und Emil, der Vater von Marie hier. Und wir haben einen Tagebucheintrag. Ich klicke mal drauf und versuch's mal vorzulesen, falls ich heute wieder lesen kann. Okay. Also, die Kriegserklärung im Juli 1914 führte das Attentat von Sarajevo oder so auf den österreichischen Thronfolger aufgrund der europäischen Bündnissysteme zu einer Kettenreaktion, die einen bewaffneten Konflikt heraufbeschwor, der selbst die Kolonie in Afrika und Asien, schließlich auch die USA, erfasste. 1. August, Deutschland erklärte Russland den Krieg. 3. August, Deutschland erklärte Frankreich den Krieg. 4. August, Großbritannien erklärte Deutschland den Krieg. 11. und 12. August, Frankreich und Großbritannien erklären Österreich-Ungarn den Krieg. Ja, Deutschen halt. Okay, ich finde das in diesem Spiel, das ist wirklich gut gemacht, denn es ist tatsächlich... das Spiel wurde mit solchen Briefen, die damals im Ersten Weltkrieg geschrieben worden sind, wurde das Spiel so ein bisschen erfasst. Und ich mache hier jetzt mal weiter. Sonst kriegt er dort hinten noch einen Herzinfarkt. So. So, und jetzt haben wir uns umgezogen. Ja, und ich spiele das auch erst jetzt. Ich habe das schon ein bisschen... Ich habe das schon lang ein bisschen und ich wollte noch nicht das Let's Playen, weil... Weil es halt wirklich einige... Ja... Weil es schon einige noch dabei sind oder WZW noch dabei sind.
es beendet haben. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. So. Ja, und ich spiele das Ganze ein bisschen Free-to-Play. Ich habe also keine Ahnung, was uns erwartet. Supi. Und weiter geht's. Oh, hier ist noch so eine Puppe. und wie es aussieht, ist dieser Emil auch ein Franzose. Und wir sind also, wir spielen auf der Seite der Franzosen erstmal. Mal gucken, was uns alles erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe wirklich Gutes über dieses Spiel gehört. Nur Gutes. Und wir haben wieder einen Tagebucheintrag. Truppenstärke und Herrenausbau. Im Kaiserreich war jeder Deutsche im Alter zwischen 18 und 45 Jahren wehrpflichtig. Am Vorabend des Kriegsausbruchs standen im Heer 794.000 Mann unter Waffen. Jedes der 25 Armeekorps unterteilte sich in zwei Divisionen, die ihrerseits aus zwei Brigaden zu je zwei Regimenten bestanden. Diese wiederum setzten sich aus drei Bataillonen oder so zu je vier Kompanien zusammen. Neben den Eingangszonen melden sich zu Kriegsbeginn zahlreiche Freiwillige zu den Waffen. Was die Truppenstärke betraf, war die Ente der Mittelmächte zahlenmäßig überlegen. So, ist ein bisschen schwer hier zu lesen, weil es ein bisschen klein. Ja, wir sind also Franzose und wir hissen? Achso, wir hissen jetzt die frankreichische Flagge. Republik Frankreich. Meine liebe Marie, wir sind jetzt auf dem Weg nach Paris. Allseits herrscht eine seltsame Euphorie. Ich hoffe, die Ernte verläuft gut. Scheue dich nicht, unsere Nachbarn um Hilfe zu bitten. Es sind großmütige Leute. Ich schreibe dir bald. Bitte küsse meinen kleinen Enkel von mir. Ja. Auf der Suche nach seinem Regiment traf Emil an Bahnsteig 21 des Pariser Bahnhofs auf den Mann, an dessen Seite er bald kämpfen wird. Auf den Mann, der ihm Kamerad und Freund werden soll. 14. August 1914, Quai d'Est, Bahnsteig. Hier können wir etwas betätigen. Und dabei möchte ich mich nochmal entschuldigen, falls ich einige Wörter nicht aussprechen kann. Ich bin nicht Bruce Allmächtig, der alles kann. Nein, das kann ich nicht, denn es gibt tatsächlich auch Wörter, die kann man nicht richtig aussprechen, so als Deutscher, wenn man die Fremdwörter nicht alle kennt. So, und vor allem nicht die andere Sprache. Das August-Erlebnis. Der Kriegsausbruch wurde von den Bevölkerungen der meisten beteiligten Nationen erstaunlich gelassen aufgenommen. In Deutschland rechnete man mit einem schnellen Sieg über die Erzfeinde Frankreichs und England und selbst die pazifischen Sozialdemokraten konnten sich mit dem Krieg arrangieren. Da es im Osten gegen die rekationären Zaren ging, auch eine ganze Reihe von Künstlern und Intellektuellen nahmen der Krieg mit Begeisterung auf und melden sich in einer Art nationalen Taumel freiwillig zu den Waffen. So, ja, das wär's dann damit. Und was willst du? Nichts. Was willst du? Ah, okay, der will was zu trinken haben. Und, hier, hast du was zu trinken? Okay, kein Rotwein. Der will kein Rotwein. Aber wo kriegen wir... Wir kommen dort nicht durch, oder? Kann ich runter? Nein, wir kommen hier nicht durch. Kann ich hier irgendjemand ansprechen? Nein, geht nicht. Ah, guck mal, der hat eine Flasche...
Der lacht. Kann ich mir deine Flasche ausleihen? Ja, kann ich. Das ist super. So, Weißwein. Oh, mm. Hat zuvor noch ein anderer dran genuckelt. Ist aber sicherlich nicht so schlimm. Okay, neues Tagebucheintrag. Ich werde mich bemühen, es auch gut zu lesen. Nein. Wo war das? Fakten. Ach so, hier. Fakten. Ja, nein. Ich. Wo war das denn? Was? Klicken Sie auf diesen Link um. Was? Nein. Okay. Ich gehe mal. Nein. So, ich möchte nämlich genau hier war das. So, Tagebucheintrag, 12. August 1914. Heute habe ich im Militärlager mit meiner Ausbildung begonnen. Ich muss immer an Karl denken, der wahrscheinlich in Deutschland dasselbe tut. Die Kriegserklärung hat für Chaos gesorgt. Ich hoffe, Marie, die Nachbarn haben es geschafft, die Ernte. Ach so, das hat er ja schon erzählt. Ach so, ach so, ach so, okay. Dann brauche ich das jetzt nicht vorlesen. Ich brauche also die Leiter. Was will er? Der will Musik. Komme ich hier weiter? Nein. Und, was muss ich? Ach so. Ah. Nein. Also erst der... Dann der? Nein. Nein, erst der? Dann der? Ja! Ja! Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Es macht mega viel Spaß. Es ist nicht nur süß gemacht, also auch bildlich, Grafik ist es schön gemacht worden. Oh, was haben wir hier? Wir haben einen Füller gefunden. Das weiß ich bereits schon. Denn, ich habe ja gelesen, man muss hier und da ein paar Sachen einsammeln, die man auf dem Weg so findet. Und wir haben einen Füller gefunden. Schreibfeder. 1914 war der Füller noch nicht erfunden und die Schulkinder lernen mit Stahlfedern oder häufiger, besonders auf dem Land, mit geschnittener Gänsefeder zu schreiben. Durch die große Menge an Korrespondenz verbreiten sich die Stahlfedern rasant. Ich konnte mich gerade wegen der Musik nicht richtig konzentrieren. Tut mir leid. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Können wir hier wieder runter? Ja, hier können wir auch wieder runter, aber ich habe so das Gefühl, dass genau... Und der hat wieder eine Flasche. Wo hat er die her? Haben wir die nicht mitgenommen? Tschüss. 21. August 1914. Emils Regiment wurde gegen die deutsche 71. Division unter Baron von Dorf ins Feld geschickt. Die anfängliche Begeisterung wich nach den ersten Kämpfen einem Gefühl der Angst. 21. August 1914. Das dort oben verschwindet immer so schnell, das kann man gar nicht richtig vorlesen. Also was ich jetzt herausgefunden habe, ich bleib jetzt mal kurz stehen hier so ein bisschen, ist, dass der Schwager von Emil, den wir hier spielen, hier mit der Flagge, sein Schwiegersohn ist Deutscher und der ist auch im Krieg. Das heißt, dass wir gegen ihn kämpfen müssen. Das ist echt grausam. Was? Da fliegen Bomben, okay, also aufpassen, immer bei den Schatten, okay, ich bin tot. Okay, wenn die Schatten so angezeigt werden, was heißt das dann, dort die Bomben landen? So viel habe ich jetzt gemerkt. Und ich muss vor, ich bin der Flaggenträger. Ja, da lang, ja, ich würde...
Aufpassen, wollte ich gerade sagen. Ja, nein, 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 nein. Jetzt kommen wieder die Bomben. Das ist nicht schön. Aber da muss man sich echt konzentrieren. Dort unten, seht ihr es? Das ist unser Schwager gewesen. Das war doch Karl. Der Karl. Er hat uns erschossen. Unser Schwiegersohn. Ist er? Emil? Mademoiselle Marie Chaillon. Soldat Emile Chaillon aus dem 150. Infanterieregiment wurde am 21. August 1914 durch gegnerisches Feuer verwundet und musste sich dem Feind ergeben. Wir hoffen, dass Sie baldigst Nachricht von ihm erhalten. Freddy, ein in Frankreich lebender Amerikaner, meldete sich gleich zu Kriegsbeginn freiwillig zur Fremdenlegion. Hinter seiner Kühnheit verbarg sich ein Mann, der von den Schrecken des Krieges gezeichnet war. Ein Mann, der nur an eines dachte, jene zu strafen, die sein Leben zerstört haben. Okay, was da wohl passiert ist, kriegen wir... In der Schlacht an der Marne fand Freddy schließlich eine Spur des Regiments, das von Baron von Dorf befehligt wurde. Was ich sagen wollte, Frankreich, Marne, 7. September 1914. Und wir haben einen neuen Tagebucheintrag, also nicht Tagebuch, aber einen Fakten. Amerika in der französischen Armee. Ach so, Amerikaner, tut mir leid. Trotz der Neutralität der Vereinigten Staaten beschlossen einige US-amerikanische Staatsbürger auf Seiten Frankreichs in den Krieg zu ziehen. Um nicht ausgebürgert zu werden, melden sie sich zur Fremdenlegion 24 dieser Legionäre fanden den Tod. Unter ihnen auch der junge Dichter Alain Seguier. Das Medieninteresse, das sie in ihren Heimatlanden hervorgerufen trugen, maßgeblich zum Kriegseintritt der USA 3 Jahre später bei. 1923 wurden ihnen zu Ehren in Paris auf den Place de Yes, Onyes, wurde ein Denkmal errichtet. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich dann hier wirklich alles vorlese oder einfach mal nur die kurzen vorlesen werde und die längeren lasse ich dann einfach mal. So. Die wollen die Brücke sprengen, aber ja, erzählt mir wie. Ist hier irgendwas, was wir... Ja, wir haben hier was. Und zwar eine französische Identifikationsmarke. Nach der französischen Niederlage gegen Preußen 1870-1871 wurde 1881 die französische Identifikationsmarke mit dem Vor- und Nachnamen des Soldaten, dem Jahr seiner Einberufung, sein Geburtsort und seine Erkennungsnummer eingeführt. Die Hundemarke... Hundemarken wurden benutzt, um die Gefallenen auf den Schlachtfeldern zu identifizieren und dem Problem der vermissten Soldaten und unidentifizierten Leichen beizukommen. So. Nein, falscher Knopf. Ja, was soll ich denn machen? Ach so, ach, guck einer an. Wir haben so einen Seidenschneider mit dabei. Das ist ja wunderbar. Und an dieser Stelle würde ich sagen, bevor wir uns in... Oh, hier können wir zuschlagen. Das mache ich jetzt mal schnell. So. Und bevor wir hier irgendetwas machen, würde ich sagen, wir haben hier schon wieder ein neues Tagebuch freigeschaltet. Das mache ich jetzt nochmal schnell. So. Das machen wir dann in der nächsten Folge, denn für diese Folge soll es erstmal genügen und ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle
fürs Zuschauen und ich entschuldige mich nochmal für das schlechte Vorlesen. Es wird besser. Glaubt mir, es wird besser. Ja, also, ouch, komme ich hier gleich glatt mal gegen das Dingens hier. So, gut, nochmals Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.